Das ist Fritte Freude Smartphone und der iPhone-Kurs. Heute zeige ich Ihnen, wie Sie neue Apps laden. Das ist die Aufgabe 38. Lade eine neue App auf dein Handy. Wo gibt es neue Apps? Natürlich im App Store. Und ich zeige Ihnen jetzt, wie es funktioniert. Neue Apps finde ich im App Store. Hier unten gibt es ein Menü. Unter Heute finde ich jetzt interessante Angebote für mich. Spiele, hier werden mir natürlich Spiele angeboten. Unter Apps werden mir nur Apps angeboten. Arcade ist eine Spieleplattform und hier unter Suche kann ich nach einzelnen Apps suchen. Hier oben ist mein Suchfeld und hier gebe ich jetzt mal Nina ein. Das ist eine Warn-App des Bundesministeriums und die möchte ich heute laden. Und hier finde ich jetzt auch schon Laden. Ich tippe hier auf Laden. Jetzt muss ich noch einmal zustimmen, dass ich diese App auch installieren möchte. Dafür muss ich hier zweimal auf meinen Einschalter tippen. Ich mache das mal. 1, 2. Jetzt tippe ich hier auf Installieren. Hier muss ich jetzt noch einmal das Passwort für mein Apple-Konto eingeben. Auch das mache ich. Und damit tippe ich hier auf Anmelden. Jetzt wird die App geladen. Als nächstes könnte ich sie sofort öffnen. Ich möchte Ihnen aber vorher noch zeigen, worauf Sie achten sollten. Und deshalb suche ich jetzt hier oben nochmal nach einer anderen App. Ich nehme jetzt hier mal Vögel Europas. Und gehe jetzt hier ein Stück weiter nach unten. Hier habe ich jetzt eine App, die etwas kostet. Und statt Laden steht hier ganz deutlich der Preis. Mittlerweile zahlt man für Apps aber nicht mehr einen Einmalpreis, sondern die meisten Apps wollen ein Abonnement verkaufen. Woran erkenne ich das? Jetzt suche ich hier nochmal nach Pflanzenpflege. Hier habe ich jetzt eine App zur Pflanzenpflege und hier zwei Dinge, auf die man achten sollte. Das erste ist hier dieses Ad. Dieses Ad-Zeichen bedeutet, dass diese App hier auf der ersten Position gezeigt wird, weil die Firma dazu diesen Bannerplatz gekauft hat. Diese App enthält In-App-Käufe, das heißt, wenn ich diese App lade, bekomme ich nur eine Grundversion und muss danach etwas dazu kaufen. Und hier bei dieser App, diese App wird auch noch im Abonnement angeboten, das heißt, diese App ist nicht kostenlos, sondern diese App kostet für 12 Monate 36,99 €. Damit habe ich eine neue App geladen und jetzt zeige ich Ihnen, wo Sie Ihre neue App finden. Wo ist jetzt meine App Nina gelandet? Hier auf der ersten Seite ist sie nicht. Ich blätter zur zweiten Seite und hier finde ich die App Nina. Diese App wurde hier also diesem Bildschirm hinzugefügt, aber sie ist natürlich auch in meiner Mediathek. Ich blätter also ganz nach hinten zu meiner App Mediathek und auch hier finde ich die App Nina. Das war's für heute mit dem iPhone-Kurs. Ich freue mich, wenn Sie diesen Kanal abonnieren und beim nächsten Mal wieder dabei sind. Tschüss!